So, dann würde ich mal sagen, zocken wir wieder eine schöne Runde von Draft Team Ultimate Team Modus, oder was? Ultimate Team wird geladen und... Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer hier und herzlich willkommen zum zweiten Teil des zweiten Foot Draft Let's Plays. Ja, meine lieben Freunde, falls ihr euch jetzt fragen magt, warum hat da auf einmal Ronaldo in Form Higuain, Kagawa und Material? Ja, Freunde, das ist so, wir kriegen jetzt von EA wahrscheinlich jeden Monat die besten drei Team of the Week Spieler oder vielleicht sogar jede Woche, ich weiß es nicht so ganz, aber richtig geil, wir haben hier Ronaldo, aber die können wir natürlich nicht verkaufen oder so, das ist natürlich nur für unseren eigenen Zweck, Freunde, und wir können damit dann für euch geile Squads bauen, hier Squad-Builder unter anderem kann Stefan bauen oder geile Serien können wir mit den Spielern hier raushauen, da freue ich mich auf jeden Fall hier, Let's Kill mit Ronaldo oder so, das wird schon ordentlich rocken, würde ich sagen, packen wir die auch direkt mal alle zu unserem Verein hinzu und starten auch mal mit unserem Foot-Draft-Spiel. Ja, Freunde, wer Teil 1 noch nicht gesehen hat, der sollte unbedingt auf das Bild hier links klicken, also auf das Thumbnail oder unten in der Beschreibung auf den obersten Link, weil dort haben wir unser geiles Team zusammengebaut und wir haben unsere ersten beiden Spiele bestritten. Und ja, würde ich sagen, in 3 Sekunden blende ich einfach das Bild weg, damit wir unser Team sehen sollten. Also falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, klickt unbedingt auf den Link unten drauf, weil jetzt löse ich das Ganze auf und zeige unser Team, mit dem wir antreten werden. Alles klar? 3, 2, 1. So! Hier sehen wir natürlich unser Team, Freunde. Ich finde das einfach nur mega gelungen hier mit Ronaldo in Form. Wir haben hier noch Isco am Start. Wir haben Cuadrado, Pogba, also eine geile Mannschaft. Und mit der werden wir jetzt natürlich versuchen, das Halbfinale und das Finale zu gewinnen, Freunde. Ja, würde ich sagen, suchen wir jetzt auch direkt unseren Gegner, Alter. Halbfinale, los geht's hier. So, Freunde, und da haben wir auch schon direkt unseren Halbfinalgegner gefunden. Wir nehmen hier unsere Glückstrikots, das ist, was ich auch gerade anhabe. Und ja, dann geht's auch schon direkt los mit dem Halbfinale hier. Und eins wollte ich noch sagen, Freunde, und zwar... wir haben unsere ersten beiden Spiele hier mit 3-0 jeweils gewonnen. Und jetzt soll man natürlich weitermachen. Ich will versuchen, das Ganze hier zu gewinnen. Boah, das ist natürlich ein geiles Team hier. Neymar im Sturm, Ronaldo links, den Inform, Hulk, Hulk rechts, Rakitic hat er hier, den Neutransfer von Real Madrid, Krasivic oder wie der auch immer da heißen mag. Pepe hat er drin, Danilo. Ja, nicht schlecht, eine 88er Chemie hat. Dann würde ich sagen, Freunde, geht's auch direkt los mit dem Halbfinale. Ich werde natürlich mein Bestes geben, damit wir ins Finale einziehen. Auf geht's! So, jetzt haben wir Ronaldo am Ball. Zack, Bolassi fliegt, Schussfinde, bleiben stehen, der Gegner kommt. Hokus Pokus, oioioi, durch die Bank. Oh! Alter, was ein Freistoß da in der 4. Minute hier vom Gegner, Mann. Vom Cuadrado, schießt mal drauf! Schön hier, Correa. Unten Ronaldo, Alter, jetzt komm, Freunde. Zieh durch, Ronaldo, in Form. Gib Gas, Junge, gib Gummi. Gib Gummi. Zack, schön nach innen, geh durch, Ronaldo. Bam! Ah, ja, noch Schuss! Ja, Mann, 1-1. Abseits, abseits. Abseits, das war doch... Schön, Alter, jetzt Ronaldo zieht durch. Schöner Chop hier durch die Beine. Ah, haben wir noch, den haben wir noch. Jetzt nochmal unten Ronaldo, sauber. So, jetzt wieder dasselbe. Zack, Schussfinte nach innen gehen. Schussfinte, sauber. Bring jetzt eine schöne Flanke hier, Mann. Komm, die Ecke bringen wir diesmal lang hier. Pogba mit der Ecke hier. Ah! Komm, schön. Jetzt, da oben, ganz oben. Schön jetzt hier, Cuadrado. Lauf, Junge, lauf. Fuck, jetzt machen wir den nass, Freunde. Komm, bleib stehen. Mach ein paar Faxen. Chop. Ah, fuck. Weiter, weiter, weiter. Pogba hier am Ball. Dreh dich weg vom Gegner. Jetzt kommen entgegen. Ronaldo legt zurück. Und jetzt hier Isco Disco. Komm, Ronaldo, schön. Jetzt hier wieder. Guck mal, der Trick ist so effektiv. Ne? Macht so, dann geht er nach innen. Boah, wie der ich da durchgekommen bin. Ronaldo, komm, Junge, Roulette, schieß. Komm, unten. Oh, sehr. Ey, diese Missgeburt vom Schiedsrichter. Habt ihr das gesehen? Der Ball wäre sowas von durch gewesen, Mann. Komm, zweite Halbzeit. Bam. Boah, ist das hier eng beim Gegner, Alter. Schön. Jetzt wunderschön gemacht. Ah, der Torwart riecht das, Alter. Fuck. Oh, kein Abseits, Alter, nein. Ah, nein, Alter, ich darf mich ja nicht so nass machen lassen. Oh, nein, guck mal, nein, nicht so ein Tor. Bitte nicht, Alter, bitte nicht. Ey, das kann nicht wahr sein. Habt ihr das gesehen? Ich leg dem Gegner den Ball vor die Füße. Schön, Alter, jetzt Ronaldo, Digga. Ganz ruhig, ganz ruhig, Digga, ganz ruhig. Schön, boom. Ja, Mann, Alter, 2-2, sauber. Boah. Schön, Pogba. Pogba schießt. Boah, sensationeller Pass. Der war einfach perfekt. Komm, jetzt. Jetzt die Baller. Meine Güte, Alter. Junge. Digga, nein. Nein. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. 81. 3-2. Guck mal, ist da alles frei, weil ich auch sehr offensiv habe. Ja, komm, Alter. Sehr schön. Oh. Ronaldo! Ronaldo!
Ronaldo! Ronaldo! Ey, komm, Freunde, die letzte Ecke, die zeige ich euch jetzt, Alter. Bitte, komm, Pogba, bring eine schöne und gute Ecke hier auf irgendeinen... Oh, nein. Nein. Das kann nicht wahr sein, Alter. Wieder Ecke, bitte, Ecke. Er pfeift ab, Alter. Meine Güte, Freunde, wir sind leider ausgeschieden, Alter. So unverdient, ihr habt es ja selbst gesehen. Das war einfach echt extrem unverdient. Scheiße, Alter. Er macht ja so ein glückliches Freischuss und natürlich auch sehr gut geschossen. Ey, fuck, Mann. Ich wäre gerne ins Finale gekommen und hätte dort gewonnen und mal geschaut, was es hier so für Preise gibt. Ja, der Gegner, okay, der hat auch ein paar Schüsse gehabt, aber der hatte auf gar keinen Fall so viel Chancen insgesamt wie wir gehabt. Das fand ich echt ein bisschen ungerecht. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen einfach mal zusammen die Packs, die wir bekommen haben. Alles klar, bis gleich. Ja, Freunde, hier sehen wir nochmal unsere Preise. Unsere ersten beiden Spiele haben wir jeweils hier mit 3:0 gewonnen. Das dritte dann leider 3:2 gewonnen. Ey, Mann, Mann, Mann. So, jetzt gucken wir mal, was wir für Preise bekommen. Und wir bekommen Jumbo Premium Gold Set und ein Premium Gold Set. Ja, würde ich sagen, öffnen wir die beiden direkt mal, oder? Das ist natürlich der Sinn von Drop, dass wir dann am Ende auch die Packs hier öffnen. Und was kriegen wir in unserem ersten Pack? Die Animation zeigt und doch, du Scheiße, Volkan Demirel, ey, das ist ja wohl ein Witz, ey, Kacke. Komm, jetzt das zweite Pack, Freunde, Messi drauf, Messi drin, Alter. 20 Objekte, 7 davon selten, glaube ich, und wir bekommen hier Valero. Ja, hätte natürlich besser sein können, einziger seltener Spieler hier. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es an dieser Stelle hier von unserem zweiten Foot Draft Video Teil 2. Wie gesagt, Teil 1 findet ihr auch oben in der Beschreibung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, aber wir sind leider nicht weit gekommen. Valero, ist da was wert? Ne, der ist eigentlich gar nichts wert. Ja, Mann, ich wäre gerne ins Finale gekommen. Das ist immer so ärgerlich. Aber wir werden natürlich noch viele Foot Draft Videos machen. Da könnt ihr euch auch nochmal drauf freuen. Man wird sich auch natürlich im Spiel hier verbessern. Das waren jetzt wirklich meine ersten 5-6 Spiele hier insgesamt. Und ja, Freunde, das war's dann jetzt auch. Wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich sehr über 20.000 Daumen folgen für diese geile Folge hier. Und ja, das war's dann jetzt auch. Euer Öni ist raus. Wir sehen uns übermorgen mit dem nächsten Video von mir wieder. Haut da rein. Bis dahin. Macht's gut und ciao. Und dann fangen wir auch direkt an mit dem eigentlichen Video. Wir haben heute den ersten Squad-Build auf unserem Channel in FIFA 16. Und das Ganze in der Formation 4-3-3, Variante 5, gefiel mir in FIFA 15 richtig gut. Wir haben natürlich No Link Wasted am Start. 5 Nationen, 4 Ligen, seid ihr nicht anders gewohnt von uns. Ja, und wir haben diesmal ein richtig geiles Team für den Anfang. Ist relativ günstig, aber auch relativ stark. Ich würde sagen, so ein richtiger Mischmasch.